Au! Au! Au, 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 au! Alles klar? Da kann einer schon zubeißen. Alles klar? Ja. Wir haben unser Zeug im Hostel gelassen und gehen jetzt auf Wanderung in diesen Canyon. Also ich mache diese Reise, um auf jeden Fall viel Zeit in der Natur zu verbringen. Weil ich gemerkt habe, dass gerade in Städten ich irgendwie nicht so richtig ankommen kann. Und ja, jetzt sind wir hier und ich glaube, das können wir voll genießen. Und ich glaube, wir können voll eintauchen in die Natur, in die Berge. Und irgendwie mit der Kamera das auch so ein bisschen nach außen tragen. Zu den Leuten, die jetzt gerade nicht hier sein können. Also wir sind halt auf den höchsten Punkt zu bekommen. Wir mussten von Arequipa so über einen Berg, über einen Pass drüber, um hierher zu kommen. Und da ist mir richtig schlecht geworden und schwindelig von dieser Höhe. Und dann hatte ich irgendwie diese Eingebung einfach, dass ich so diesen Schmerz oder was es auch war, einfach so in die Erde, in Pachamama so abgeben kann. Und das hat mir voll geholfen, einfach so zu spüren, dass das irgendwie, dass das eins ist und dass ich da gehalten werde und dass es auch wichtig ist, da wieder meine Dankbarkeit so zu äußern. Ich wünsche mir, dass ich wieder zu mir finden kann und in meine Stärke komme. Weil, wie du schon gesagt hast, also in den Städten regenerieren, finde ich gar nicht so einfach. Einfach in dieser ganzen Smog-Geschichte und dem Lärm und dem Essen und so. Ich will hier in der Natur Kraft sammeln. Wir sind am Boden der Tatsachen angekommen. Nee, wir sind am Boden vom Canyon. Wir sind jetzt beim Fluss unten beim Canyon. Alles runtergelaufen. Und jetzt sind wir hier. Mit uns fort. Die Gruppe haben wir gerade noch gesehen, wie sie hier Lunch kriegen. Wir werden jetzt wahrscheinlich für uns Meerschweinchen. Also wir sind gerade aufgewacht und haben gefrühstückt, mega geiles Frühstück. Und das Abendessen war auch schon mega lecker. Und wir sind ja hier auf einer Meerschweinchenfarm. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da gibt es auf jeden Fall richtig viele Meerschweinchen. Baby-Meerschweinchen und Mama-Meerschweinchen. Und die waren ganz schön traurig, dass wir keine Meerschweinchen essen. Wir hatten so eine lange Nacht, weil es gibt hier kein Internet. Naja, wir haben uns den Berg angeguckt und dann war es irgendwann dunkel und kalt und dann sind wir ins Bett und dann gab es irgendwann Essen und dann sind wir wieder ins Bett und dann war es 8, als wir im Bett waren und dann haben wir die ganze Nacht geschlafen und dann ich habe lange nicht mehr so viel geschlafen, weil, naja, wann hatte ich das letzte Mal kein Internet mehr? Gerade Musikvideo gedreht mit ein paar Tieren und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Sagaye. Das ist diese Oase mitten im Canyon, also wirklich unten beim Canyon. Und Ruben muss jetzt nochmal zurückrennen, weil er sein Handtuch verloren hat. Und hoffentlich findet er es wieder. Ansonsten. Sich nicht mehr abtrocknen. Nichts zu sehen. Ich bin gespannt und warte. Also Ruben ist jetzt zurückgekommen und ich
muss euch die Botschaft übermitteln. Das Handtuch ist verloren. Ist mir gut? Alles gut. Geschafft. Gut geschafft. Wir sitzen unter diesem kleinen Baum und genießen nochmal einen kleinen Stopp, bevor wir unten an die Oase kommen. Die hat einen Pool und so. Schon wieder zurück ein bisschen in die Zivilisation im Vergleich zu unserem Meerschweinchen-Farm. Wir haben unsere Wanderung beendet und sind jetzt im schönen Shibai angekommen. Wir haben ein Babylava, das zeigen wir euch später. Und es ist fast Vollmond. Und heute Nacht ist ein großes Fest, Fiesta! Thank you.